inneren Magen verkrochen. Was war denn dieser gelbe Schädel gerade? 79 Fuß. Hier vielleicht? Nein, hier hoch? Ich wünschte, wir müssen nicht ständig Befehlen folgen. Ich würde einfach für immer auf der Festung bleiben. Warum? Die Festung ist ein verfluchtes Drecksloch. Ja, aber es gibt zumindest immer Essen dort. Es könnte noch viel mehr sein, wenn ich über die Elbhütte die Verdorben habe. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich da durchkommen soll, ehrlich gesagt. Sie wissen, dass sie alles tun wird, um ihre Königin zu schützen. Sie weiß, dass kein Haus ohne Grundpfeiler bestehen bleibt. Eieieiei. So, hier haben wir noch, da oben sind Bogenschützen ohne Ende, wenn ich das richtig sehe. Aber hier auf dem Bogenschützenhaus haben wir noch irgendwo einen Lizi. Hier rechts. Lass uns etwas töten gehen. Da war doch ein Geräusch. Natürlich war da ein Geräusch. Komm doch mal her, guck doch mal nach. Das war hier drüben übrigens und nicht... Der Mörder ist schon über alle Berge. Mach ich das eben so. Ich hab genug davon. Ich suche nicht mehr weiter. Hä, wo kann das denn sein? Hier soll irgendwo wieder... Ich habe tausende Karagor überlebt. Der letzte Angriff war nicht schlimmer. Das ist wahrscheinlich gar nicht hier, sondern das ist wahrscheinlich hier. Es heißt, der Waldläufer sei verflucht. Wenn es wirklich Geistermagie ist, sollten wir uns besser wappnen. Ob das eine gute Idee ist, das ausgerechnet jetzt zu suchen, weiß ich natürlich nicht. So, hier haben wir... Uns gehen die Vorräte. Hä, wo soll das sein? Wenn der Hauptmann seinen Grupp nicht bekommt, wird er uns die Haut abziehen. Da ist es. Ach, naja, gut versteckt, Freunde, gut versteckt. Belohnung plus 5. Na nicht hier, Gelaie Mordor. Ich dachte schon, da wird es ein neues gemacht. Ich dachte gerade, oh nein, was? 28, also 4 Stück fehlen uns noch. Das haben wir fast schon zu Ende. Kann aber fast schon leid tun. So, Schleiche. Macht euch keine Sorgen, ihr Narren. Dem Grabwandler seid ihr egal. Er hat es auf die Häuptlinge abgesehen. Stimmt bedingt. Die kann ich auf gar keinen Fall beide. Der Hauptmann hat mir gesagt, ich soll mich beeilen, wenn ich die Bleichhäute foltere. Wer sich keine Zeit nimmt, kann das Foltern auch gleich bleiben lassen. Ich sag's nicht dem Hauptmann. So, die sind weg. Das war die Wache. Ich schleiche gerade rüber zu dem anderen gelben Schädel da drüben. Ein Jäger, der seinen Speer wert ist, kann jede Beute in Schach halten. Mhm. Das hört sich ja fast an wie der Zwerg. Hey, das sind böse Ratten. So, Jagdherausforderung 4, wir sollen die Ratten ja töten. Deswegen habe ich die gerade abgeschossen. Außerdem sind die böse, wie man sieht. Vorhin lag hier ein Berg. Ein Sklavenfleisch und jetzt ist alles weg. Was soll ich denn jetzt essen? Meinen Arm? Einen Augenblick war der Mensch. So. Das war die Jagdherausforderung. Hey! Mist, das wollte ich gar nicht. Würmchen aus der Hand, ein Würmchen aus der Hand.
Dagor fressen. Dich zu ersetzen wird nicht schwer sein. So, ich hoffe nur, ich komme da jetzt irgendwie ungesehen hin. Ich schätze, der Mörder ist weg. Welcher Mörder denn überhaupt? Mördern vielleicht? Ich schätze, der Mördern ist weg. So, da schieße ich jetzt mal ganz kurz. Halt! Toll. Also nochmal. Die Sklaven, die ich je sah. Willst du sie morgen immer noch umbringen? Wie kriegen wir den denn klein? Vor allem, wo hängt der denn jetzt rum? Wie kann ein verdammter Targ so viele von uns töten, ohne auch nur einen Kratzer davon zu tragen? Scheiße, wo kriegt denn jetzt neue Pfeile her? Eile mit Pfeile. Wir haben das Gebiet noch nicht gesichert, weil der Wenn du mich fragst, muss es den Tag am Bein erwischen. Ah. Warum sollte er sonst Dagor umherreiten? Nicht so laut. Ich verstehe nicht, warum die Menschen so viel schreien, wenn ich ihnen meine Faust in die Rippen ramme. Wir können es ja mal umgekehrt probieren. Der Typ ist weg. Aber der Platz müsste ja eigentlich gesichert sein, außer dass der Typ halt jetzt noch lebt. Aber ich weiß gar nicht, wie wir den... Ich denke, wenn wir einen Karagor für ein paar Stunden mit Knüppeln verprügeln, erkennt es uns als Herren an und lässt uns auf sich reichen. Wenn nicht, dann machen die Schläge das Fleisch wenigstens schön zart. Wie komme ich denn an den ran? Ich darf ja nicht runter, denn ich darf nicht entdeckt werden. Bald kommt eine Zeit, in der der dunkle Herrscher mächtig genug sein wird, dass sein Schatten das ganze Land bedeckt. Der Himmel über Gondor wird auf ewig... So. Also irgendwie müssen wir dem noch beikommen können. Ach, guck mal, wer da steht. Vor allem steht er da direkt... Was sollte dieses Gebrüll vorhin? Hat sich jemand Carlo verärgert? Einer der... Nein! Luger der Schatten. Itariels Entschlossenheit ist ansteckend. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. So, das war er. Ich mache mir keine Sorgen, dass der Grabwandler euch dazu bringt, euch gegen mich zu wenden. Ich könnte es mit geschlossenen Augen und einem Arm hinter meinem Rücken mit euch aufnehmen. So, das war hier der Ort. 2 von 3 haben wir. Jetzt müssen wir noch irgendwie da hinten rüber. Ach du Scheiße. Naja, dann machen wir mal den hier. So, kommen wir da rüber. Da haben wir auch noch einen Herrn. Denkt nur an all diesen Abschaum jenseits der Tore. Sie glauben, sie hätten nichts zu fürchten. So, den haben wir auch. Ich werde ein bisschen ruhiger, ne? Weil ich muss mich immer konzentrieren bei diesem Spiel. Furchtbar, ich kann ja gar nicht richtig moderieren. Weil ich immer irgendwo unter Konzentration stehe, dass wir auch das Richtige machen. Hopsala. Lalalalala. Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe. Den Spaß gönn ich dir nicht. Gut, dass sie strategisch immer was rumstehen haben, was uns hilft. Ach, das sind Menschen. Oh. Thank you.
So, den Rest macht unser Freund da unten. Na komm schon. Sag es. Nicht gesichert? Hab im Wind gerade seltsame Laute. Seid wachsam. Müssen wir vielleicht unseren Freund hier auch noch? Na also. Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Ja. Überbringt dies der Königin, unverzüglich. Ich bezweifle, dass irdische Medizin die Königin halten kann. Hoffentlich hilft sie deiner Mutter. Wir fanden diese Botschaft. Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Tarn. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Treff die Vorbereitung. Ja. Jeder Moment ist kostbar. Auftrag abgeschlossen und für wahr, er ist ja gerade auf einer Mission, unter anderem auch seine Frau und sein Kind zu rächen. Da kann er sich ja nicht in irgendwen anders verlieben, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt seine Motivation war. Das denkt ja nur der Geist. Der Kire Brimbor, der denkt das, aber ob das stimmt? Letariens Stärke zeigt sich darin, wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. Und so muss es natürlich auch sein. Ich glaube, wir haben Besuch. Wenn ich das auf der Minimap richtig sehe, haben wir sehr viel Besuch. Deswegen steige ich erstmal empor. Obwohl ich muss, das lohnt sich gar nicht, denn ich würde ja gerne sowieso da lang. Hallo? Hä? Ist das Gamepad kaputt? Manchmal bewegt er sich nicht richtig. Das sage ich jetzt nicht, weil ich einen Kampf verliere, sondern wirklich ganz objektiv. Manchmal kommt das vor. Das wollte ich gar nicht, das war meine Schuld. Ganz objektiv. Okay, ich glaube, unter der Brücke haben wir das Ding. Also düse ich mal hier runter. Da haben wir ja schon. Aufsammeln, mal gucken, was wir da haben. Der Wetzstein. Dieser Stein ist einzigartig unter dem schier endlosen Aufkommen von Vulkangesteinen in den Bergen Mordors. Es handelt sich um einen Schleifstein der Zwerge, dazu bestimmt, Äxte, Messer und Schwerter derart zu schärfen, dass sie selbst die beste Uruk-Rüstung oder die steinerne Haut eines Trolls zu durchdringen vermögen. Die scharfe Klinge schneidet den Berg, heißt die Redensart. Wer der Besitzer des Steins auch gewesen sein mag, er war höchst gründlich in seiner Arbeit. So. Und wie gründlich, das hören wir jetzt in der Erinnerung. Schärfe weiter! Du musst deine Axt wetzen, bis du eins deiner Barthaare in zwei teilen kannst. Oh, sie ist scharf genug, um einen Grauk zu töten. Jetzt reich mir die Pfeife. Bei der Jagd geht es nicht um scharf genug, kleiner Bruder. Du musst lernen, die Jagd zu respektieren. Eine scharfe Klinge für ein makelloses Töten. Ohne Respekt vor dem Biest sind wir nicht besser als die Orks. Testen wir sie jetzt einmal. Bei Durin, warne einen Zwerg rechtzeitig, wenn du ihn am Bart reißt. Sieh dir das an, Torwin. Das Haar ist zweigeteilt. Es gibt doch noch Hoffnung für dich. Lustig, dass wir so viele Sachen von Torwin und seinem Bruder hier finden. Die irgendwie ganz verstreut sind über die... Ich weiß gar nicht warum. Ich hoffe, wir nehmen ihn mit und geben ihm die Sachen, damit er sich erinnern kann. Wäre natürlich schön. Wir können ihn auch selber erinnern, natürlich. Immerhin haben wir die Geistermacht... Die Geist. Dieser Zwerg. Oh, Entschuldigung. Er kennt keine Angst. Ich weiß nicht, ob er tapfer ist oder bloß ein Tor. Oder beides. Er fürchtet den Tod nicht. Doch in Mordor gibt es viele Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Zum Beispiel endloses, schwerwiegendes Gefasel. Wir müssen jetzt da runter. Da haben wir einerseits die Revolte. Oh, die würde ich auf jeden Fall gern noch machen. Die Karte an sich ist schon relativ leer. Die haben wir schon relativ gut aufgeräumt. Jetzt ist da hinten schon wieder was. Mische dich in die von Mutzglob Schriftgelehrter geleitete Hinrichtung ein, um Saurons Armee zu schwächen. Es ist quasi immer irgendwas.
Und da oben haben wir die Hauptquest. Greift den Unterstützer und lass den Grischer Halblingfreund um Hilfe rufen. Das ist der Schreihals. Ach ja, wir müssen ja immer noch und Pipapo. Und hier, Torvin ist bereit, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Der große weiße Grauk. Ach du Scheiße. Das kann noch heiter werden. Und hier haben wir noch ein Artefakt da unten da. Und hier haben wir das Isil. Isril? Isil? Isildin. Ja, ja, genau. Und hier haben wir auch noch eins. Da, 1, 2, 3, 4. Das sind die letzten 4. Die grasen wir jetzt auch nach und nach ab. Wir sind dort. Und ich würde sagen, wir gehen mal zur Reinigung des Schattens. Mal gucken. Da räumen wir die Karte ja doch noch auf. Wer hätte es gedacht? Was ich will, ist der Kopf dieses stinkenden Tags. So, hier rüber. Der Hauptmann hat aufgegeben, die Leichen zu zählen, die der Waldläufer... So, einmal kurz Elbengeschosse mitnehmen. Brauchen können wir die vielleicht. Gibt es hier auf der Seite auch noch welche? Nein. Die Reinigung des Schattens. Oh weia. Seine Feinde bemühten sich vergeblich, den Terror im Zaum zu halten. Er zerstörte sowohl ihre Bemühungen als auch ihre Hoffnung. Dann zerstören wir mal. Lass sie nicht entdecken und töte Uruk Fackelträger in der Nähe jedes Ghoul-Nests. So, locke Guruks an. Guruks. Gru, gru, gru. Gib mir nur eine Gelegenheit. Das ist alles, was ich brauche. Was du brauchst, ist eine Prise Verstand. Ich hab dich üben sehen. Du könntest mich nicht treffen. Ganz gleich, wie oft du es versuchst. Den Tag zu treffen so. Wird nicht leicht sein. Zumindest na, nach oben. Die Fackelträger sollen wir ausschalten. Aber das ist doch... Ach, das sind mehrere gleich. Ich hab gestern den größten Grau getötet, den du dir vor... Oh, nicht das schon wieder. Na, hat er uns gesehen? Nee, kann er gar nicht. Der kommt aber auch nicht rum. Ach, ist ja noch ein Fackelträger. Kann ich hier einfach... Nein, ich wollte... Ich wollte nicht ganz runter. Ich glaube, da hat sich etwas... Genau das wollte ich nämlich vermeiden. Hier gab es einen Mord. Was war das? Scheiße. Scheiße. Oh. Dann nutze ich mal die allgemeine Verwirrung. So ein Glück aber auch. Nein, jetzt nach oben. Der klettert wieder eine Scheiße zurecht. Das darf man gar nicht sagen. So, jetzt hier nach oben. Nein, nein, Gronkh, du kletterst eine Scheiße zurecht. Ja, ja. Bin ich hier der Free Climber oder unser Kollege hier? Lenke sie ab, um sie zu töten. Naja, ich mach mal den hier. Boah, da unten kommen wir ja gar nicht hin. Das ist voll die Stadt hier. So, hier haben wir drei Fackelträger. Da unten ist einer. Der Typ ist kein Fackelträger, der da hinten ist einer.
Der Typ neben ihm reagiert nicht mal. Und jetzt haben wir hier unten noch irgendwo einen. Der ist da so festgequanzt, dass wir da wahrscheinlich von der anderen Seite reingucken müssen.